Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagebuch. Wir schauen uns heute Züge auf der Strecke Dresden-Leipzig an. Ich habe eine Playlist erstellt, da kommt jedes Video von der Strecke rein, also schaut gerne vorbei. Das ist jetzt hier oder hier oben rechts verlinkt. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt geht's los mit diesem Video. Am 6. Juni 2020 kam eine Volt Maxima, auch V500 genannt. Sie hat einen 5000 PS 3750 kW starken 16-Zylinder ABC-Motor, Scheibenbremsen, hohe Zugkräfte bis zu 400 kN, modernes Strömungsgetriebe, 6 Achsen und eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 120 km/h. Am 7. Juni fuhr 120-201 der Bahnlogistik 24 in Richtung Leipzig. Die Baureihe 120 war die erste Drehstrom-Universal-elektrische Lokomotive. Die 4 V-Motoren haben eine Leistung zusammen von 5600 Kilowatt. Hinter dem Güterzug überholt jetzt ein Talent der Baureihe 442. Überführungsfahrt von einem Talent 2 von Abellino bzw. B-Weg. Am 8. Juni 2020 kam 155-183 mit DR-Zeichen von Coswig in Richtung Leipzig mit einem Kesselzug. Die 6 V-Motoren haben zusammen eine Leistung von 5100 kW bei 107 km/h. Die Lok wird auch Hochleistungscontainer genannt. Auch am 8. Juni war WFL 232-333 auf dem Weg in Richtung Dresden, um einen Schwellenzug zu holen. Die Rückfahrt habe ich natürlich auch gefilmt. Die schwere sechsachsige Diesellokomotive sowjetischer Bauart
hat einen 5D49 Dieselmotor mit einer Stundenleistung von 2230 Kilowatt. Es gab natürlich auch wieder Züge, wo ich vergessen habe, den Ton anzuschalten. Ich bitte wieder mal um Entschuldigung. Nun einen Triebkopf oder was es auch immer ist, von einem Bauzug der Firma DB Netz. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, darüber würde ich mich riesig freuen. N140 037 der Preßnitz-Talbahn mit einem Autozug. Nachts zwischen 22 und 22.30 Uhr kam eine WFL V100 mit einem weiteren Schwellenzug. Wenn man eine Strabag V100 mit einem Bauzug verpasst, kommt das raus. N155-016-LZ in Richtung Dresden. Eine blaue 185 mit einem Autozug in Richtung Dresden.